Willkommen in dieser Elektrolokomotive DB BR155 in der verkehrsroten Lackierung der DB. In dieser kurzen Einführung werden wir über die Start- und Stopp-Prozeduren sprechen. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Es ist kein brandneues Let's Play, aber es ist ein brandneues Add-on von DTG für den Trainsome World auf den Markt gekommen. Und man sieht es hier schon vor uns stehen. Es ist die Baureihe 155. Auch bekannt als DR-Baureihe 250. Und die ist heute brandneu für den Trainsome World erschienen. Und ich dachte mir, komm, wir gucken uns die einfach mal an. Und bevor wir einsteigen, wie es von uns gefordert wird, gucken wir uns die Lok natürlich erstmal von außen ein bisschen an, was das Außenmodell her so erhält, genauso wie die mitgelieferten Fallensgüterwagen, die, wo ich sagen muss, sehr, sehr gut aussehen. Also damit wird es sich wirklich demnächst lohnen, überhaupt nach Hohenlimburg, nach Elverlingsen zu fahren. Und wir sehen hier auch das Außenmodell von der Tür, finde ich vor allem auch sehr, sehr nett. Alles schön ausmodelliert, auch von der Front. Die Nieten sind auch alle ausmodelliert, soweit ich das sehen kann. Aha. Also das sieht soweit echt gut aus. Wir werden mal in die Lok einsteigen. Wir öffnen die Tür. Und wir steigen ein. So, und wir sollen erstmal zum Batteriehauptschalter. Betätigen Sie den Batterieisolationsschalter, um die Lokomotive zu starten. Der zusätzliche Kompressor wird später verwendet, um den Stromabnehmer anzuheben. Okay, den stellen wir auf Automatik. Diese Lokomotive bezieht mittels eines Stromabnehmers, der auf dem Dach angebracht ist, ihren Strom über die elektrische Oberleitung. Damit das funktioniert, müssen wir den Stromabnehmer einrichten und dann anheben. Okay, dann stellen wir mal die 2 ein. Sie werden viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. Es stimmt, Lokführer ist eher eine sitzende Tätigkeit. So. Wir setzen uns hin. Nutzen Sie den Richtungswender, um die Lokomotive ins Rollen zu bringen. Das machen wir. Warten Sie einen Moment, bis der zusätzliche Kompressor geladen ist. Okay. Aktivieren Sie nun den Stromabnehmer, sodass er sich hebt und sich mit der Oberleitung verbindet. Die Lokomotive ist nun bereit, angetrieben zu werden. Dies wird über den Stromabnehmer-Trennschalter geregelt. Okay. Schalten wir den Hauptschalter auch ein. Und den Trafo auch auf ein. Der Kompressor füllt das Druckluftbremssystem mit Luft, damit die Bremsen gelöst werden können, wenn sie bereit sind. Ja, ich muss zugeben, ich habe die Baureihe 100... Der Bremsschlüssel bestätigt, dass der Zug von diesem Führerstand aus gesteuert wird. Ich wollte gerade sagen, also ich muss zugeben, ich habe die Baureihe 155 nicht im Beiblatt stehen. Beziehungsweise ich habe noch gar kein Beiblatt. Ich habe halt auch keine Ausbildung auf dieser Lokomotive. Aber soweit ich das vom TS-Modell her kenne, muss ich sagen, dass mir das ganz gut gefällt. Ich sitze ein bisschen tief, aber man kann hier, das ist jetzt im Tutorial nicht möglich, aber das habe ich schon gesehen, man kann die Sitzhöhe einstellen. Mit dem Fahrerbremsventil werden die Bremsen des gesamten Zugs kontrolliert. Auflösen. Die Spitzensignale erfüllen einen wichtigen Zweck. Sie machen andere in der Nähe darauf aufmerksam. Ja. So. Dann stellen wir das auch noch auf Dimmen. Nur eine geringe Menge an Zugkraft wird benötigt, um loszufahren. Sobald der Zug in Fahrt gekommen ist, kann nach Bedarf mehr Zugkraft auf die Gleise übertragen werden. Okay, dann stellen wir mal auf 75% ein. Lösen Sie die verbleibenden Bremsen nach Abschluss des Startprozesses. So. Erhöhen Sie die Leistung, indem Sie den Fahrstufenschalter zur gewünschten Fahrstufenkennzahl drehen.
Nun können Sie verfolgen, wie die Lokomotive allmählich bis zu dieser Fahrstufenkennzahl beschleunigt, während mehr Leistung auf die Fahrmotoren übertragen wird. Ja, das ist nämlich ein Fahrschalterhandrad und kein Lenkrad, wie man das so oft tatsächlich zu hören bekommt. Also ich lenke hiermit nicht, ich schalte hiermit quasi Stufen auf. So, 7, 8, 9. Und wir sollen ja auf Stufe 10 aufschalten. Das Erreichen der gewünschten Geschwindigkeit. Ja. Von hier ab ist es nicht mehr weit bis zu Ihrem nächsten Halt. Achten Sie deshalb darauf, den Zug unter Kontrolle zu halten und nicht zu schnell zu fahren. Okay. Das ist an sich natürlich korrekt. Also, wir sollen hier die Geschwindigkeit ungefähr einhalten und wir haben hier ein VR2. Das heißt, das nächste Signal steht auch auf Langsamfahrt. Das heißt, wir bleiben jetzt einfach mal bei 40 km/h. Wir können ja mal 2 Stufen oder so aufschalten. Vielleicht auch 3. Vielleicht auch 4. So. Haben wir nochmal 1 km/h erhöht. So, hier rechts sind Prellböcke. Das sind Oberleitungsmasten. Da müsste eigentlich keiner stehen. Interessant, weil da hing nicht mal Oberleitung. Ah ja. Train zum World. Aber ich muss sagen, die 155 sieht, soweit ich das jetzt beurteilen kann, ganz nett aus. Vor allem ist das Modell auch sehr, sehr schön. Auch hier so jetzt zum Beispiel aus der Beifahrerperspektive sieht das alles sehr, sehr nett aus. Was ist das? Heizung Stirnfenster. Okay. Und da steht 30 oben drauf, ne? Wir bremsen mal ein bisschen ein und lösen direkt wieder aus, damit wir nicht zu weit abbremsen. So. Wir nähern uns den hohen Limburg-Nebengleisen und werden bald ein wenig Bremskraft aufwenden müssen, um sanft zum Stehen zu kommen. Um sanft zum Stehen zu kommen. Das wollen wir natürlich hinbekommen. Wir schalten jetzt nochmal auf 30. Schon ein bisschen mehr. Weil wir wollen hier ja auch nicht... wir wollen ja unsere Geschwindigkeit auch ausfahren. Auch schön hier, unsere 155 ist mit einem LZB-Gerät ausgestattet. Was ich tatsächlich sehr, sehr nett finde. Auch wenn wir im TS noch keine LZB-Strecke haben. Vielleicht wird LZB ja irgendwann demnächst mal was sein für ein TSW mit ICE oder Intercities. Könnte ich mir tatsächlich durchaus vorstellen. Jetzt gehen wir mal auf Minimum. So, und wir rollen noch ein bisschen vor. So knapp, das war... Ja, da werden wir nicht mehr ganz drauf zum Stehen kommen. Aber so 15 Meter vorher sind auch in Ordnung. So. Gut. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieser Lokomotive durchgegangen. Okay, dann haben wir es geschafft. Und wir haben sogar eine Errungenschaft freigeschaltet für die Baureihe 155. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bei diesem kleinen neuen Add-on, also die 155, kann man einsetzen für Güterzüge auf Ruhrsieg Nord und auf der Main-Spessart-Bahn. Da kann man die Lok auch einsetzen. Das heißt, uns werden durchaus ein paar Folgen erwarten. Mit der 182 geht es natürlich auch weiter. Aber
Ja, die 155 ist da und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, ich würde sagen, bis dahin und bye bye.